Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Vierpfoten Heimtierratgeber Niki fragt nach. Und heute haben wir ein ganz interessantes Thema, nämlich wie finde ich eigentlich für mich jetzt den richtigen Hundetrainer oder die richtige Hundeschule? Brauche ich das überhaupt? Und da habe ich neben mir wieder mal unsere zertifizierte Hunde-Profi-Ratgeber-Trainerin, Ursula Aigner. Liebe Ursi, wie schaut das aus? Also, meine Emma war am Anfang natürlich in einer Hundeschule, Hundetraining, kann aber eigentlich nur sitzen, aber sie ist halt sehr brav. Ja. Wie finde ich jetzt jemand, der richtig ist für mich? Wie gehe ich das an? Was gibt es da für Tipps? Was könntest du mir da raten? Also es ist für Normalhundehalter, Halterinnen sicherlich recht schwierig, sich durch diesen ganzen Dschungel an Angeboten irgendwie durchzuwühlen. Mhm. Was ratsam ist, ist in Österreich zumindest die Liste an tierschutzqualifizierten Hundetrainern. Das ist Sitz am Messel-Institut auf der Veterinärmedizinischen Universität. Und da hat man einfach ein gewisses Gütesiegel, dass da wirklich tierschutzkonform gearbeitet wird. Das heißt nicht mit Maßnahmen, die den Hund erschrecken oder in Angst versetzen oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall wehtun. Okay. Genau. Und die ganzen Serien, die es da gibt im Fernsehen? Ja, also alles, was man im Fernsehen sieht, sollte man grundsätzlich wahrscheinlich nicht nachmachen und jetzt im Fall von Hundetraining oder Umgang mit Tieren in dem Fall gar nicht. Ja, also okay. Das ist wirklich eher Unterhaltung, als dass es wirklich irgendwie zu einer gesunden Mensch-Hund-Beziehung beitragen würde, wenn man da was nachmacht. Das heißt, und dann suche ich mir zum Beispiel auf dieser Liste dich aus, ich komme zu dir, sag so, das ist die Emma, gehe schon mit einer Problematik oder soll man gleich, wenn man sich einen Hund nimmt, zu dir kommen oder in eine Hundeschule gehen? Also das sind letztendlich die Wunschkunden, die schon vorab, idealerweise, also selten, aber doch gibt es die schon bevor sie sich einen Hund anschaffen, bei einer tierschutzqualifizierten Hundetrainerin beispielsweise melden und einfach sich vorher schon informieren. Wie kann ich das Ankommen, das Einziehen, vielleicht auch schon die Auswahl des Tieres, weil auch da kann man zum Beispiel ins Tierheim mitgehen als Trainer, Trainerin und einfach bei der Auswahl sozusagen helfen oder auch beim Züchter natürlich, spielt da keine Rolle. Das ist uns natürlich am allerliebsten, ja, weil da hat man schon die allergrößten Probleme eigentlich dann schon vorgebeugt. Mhm. Ja. Ansonsten, ob Hundetrainer, also Einzeltraining oder Hundeplatztraining, das hängt einerseits einmal davon ab, was ich davon erwarte als Mensch. Also wenn ich jetzt einen Hundesport ausüben möchte, wie Agility oder Rally Obedience oder irgendwelche anderen Dinge, da bin ich natürlich auf dem Platz angewiesen. Mhm. Ja? Aber wenn ich jetzt ein Alltagsproblem wie, was denn jetzt, spazieren gehen an lockerer Leine, Hundebegegnungen beim Spazieren gehen, was auch immer üben möchte, dann macht Platztraining nur in einem bestimmten Rahmen Sinn. Nämlich so ein paar Grundlagen aufzubauen, aber ich muss es dann trotzdem im Alltag üben. Okay. Ja, weil ansonsten sagen sowohl Hund als auch Halter, Halterin, ich kenne mich in der freien Wildbahn nicht aus, ich fühle mich nur sicher am Platz. Das bringt nichts. Und was muss jetzt mein Hund eigentlich können? Also gibt es da gewisse Sachen, wo du sagst, es ist auch die Sicherheit des Hundes, dass er das und das kann? Ja, und also ein funktionierender Rückruf kann Leben retten. Natürlich, ja. Also wenn ich meinen Hund verlässlich abrufen kann, dann ist das einmal auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr, sehr viel wert ist. Und alles Weitere hängt letztendlich davon ab, was ich mit meinem Hund tagtäglich erlebe oder erleben möchte und auch wo ich wohne. Okay. Ein Hund in Wien, in einem Ballungszentrum, in einer Großstadt, muss natürlich ungleich mehr können als irgendwo ganz weit draußen am Land, wo man drei Nachbarn hat und eine Sackgasse sozusagen. Okay. Also das sind die Anforderungen ganz anders und da kann man einfach nicht pauschal sagen, alle Hunde müssen XYZ können. Mhm. Aber grundsätzlich natürlich, je komplexer das Umfeld, desto wahrscheinlicher ist es ratsam, sich Hilfe zu holen. Okay. Ja? Und wie erkenne ich aber für mich dann, weil auch wenn ich jetzt diese Liste habe, ja, wie erkenne ich den richtigen Hundetrainer? Was muss der mitbringen, dass ich jetzt mich dort sicher fühlen kann? Also, ja.
Also einerseits einmal ist es einmal natürlich ganz, ganz wichtig, dass er sowohl dem Hund als auch dem Menschen gegenüber freundlich zuvorkommend und wertschätzend ist. Mhm. Ja. Also es darf weder so sein, dass er entweder nur zum Menschen oder nur zum Hund freundlich ist oder sonst irgendwie eine ungute Stimmung macht. Mhm. Ja. Also Lernen soll Freude machen, weil alles andere macht dann eigentlich keinen Sinn. Ja. Dann ist es wichtig, dass er dir Fragen beantwortet. Ja. Also wenn du Fragen hast, warum machen wir das jetzt so und so, dann muss er das beantworten können. Mhm. Wenn er es nicht beantworten kann, dann gibt es da offenbar etwas, was er nicht weiß oder was er einfach nur nachmacht, irgendjemanden vielleicht aus dem Fernsehen, wer weiß. Ja. Und es gibt ja auch so viele unterschiedliche Trainingsmethoden. Also was ist jetzt das Richtige? Ja. Ist es immer lieb sein richtig? Ja, also was einmal ganz, ganz wichtig ist, was immer schlecht ist, ist sowohl Mensch als auch Hund in eine Situation zu bringen, wo ein Problemverhalten ausgelöst wird oder wo eine Überforderung stattfindet. Mhm. Weil dann muss man immer irgendwelche Maßnahmen treffen, die vielleicht notwendig sind, aber nicht so angenehm sind, ja, wie den Hund schnell rausholen aus einer Situation oder sowas in die Richtung. Ja. Mhm. Das sollte idealerweise gar nicht so weit kommen. Mhm. Das heißt, ein Trainer, eine Trainerin, die euch bei einer Hund-Hund-Problematik, also mein Hund verträgt sich nicht mit anderen, immer praktisch ins Problem reinlaufen lasst und dann sagt zu dir, du musst den Hund korrigieren, das ist kein tierschutzkonformes Training. Okay. Ja, weil dadurch lernt der Hund niemals, was er eigentlich tun soll, sondern wird eigentlich ständig nur verunsichert in dieser Hundebegegnung. Und auch dir gegenüber natürlich, weil du ihn ja verunsicherst, weil noch mehr. Ja? Mhm. Das heißt, jegliche Strafschreckreize, also auch so ein Anstupsen, was nur so als kurzes Antipsen irgendwie erklärt wird, aber nur ein kurzes Antipsen holt keinen einzigen Hund aus einem schwierigen Verhalten raus. Also das heißt, es ist immer mehr. Ja? Es wird nur anders erklärt. Ja? Also sowas ist alles ein No-Go, weil es einfach nicht tierschutzkonform ist und weil es auch lerntheoretisch nichts bringt, sondern sogar die Gefahr mit sich bringt, dass der Hund Fehlverknüpfungen macht. Mhm. Sprich, dann zum Beispiel, wenn er einen Schreckreiz erfährt, wie zum Beispiel, was nicht, so ein Schlüsselbund fliegt neben einen Hund und sagen wir jetzt mal, der denkt oder schaut währenddessen ein Kind an und verbindet das dann mit dem Kind, dann kann das durchaus erst recht zu einem Problem führen, diese Trainingsmaßnahme. Ja? Oder er schaut gerade zu einem anderen Hund, dann findet er andere Hunde noch blöder, auch wenn in dem Moment kurzfristig vielleicht das problematische Verhalten kurz unterdrückt wird. Aber langfristig feuert man praktisch das Problem eigentlich noch an. Mhm. Also das heißt, sowas geht einmal gar nicht. Natürlich alles, was erklärt wird mit Rangordnung und Dominanz, ja, wie zum Beispiel, der Hund darf nicht auf die Couch, weil dann habt ihr ein Rangordnungsproblem. Das ist einfach Wissen von vor 50 Jahren oder so. Ja? Ich bin so froh, dass du das sagst. Ja, das glaube ich. Weil für mich ist das halt wichtig, dass die Tiere bei mir auch im Bett oder auf der Couch, will nicht jeder, aber für mich ist das einfach, ich will die Nähe haben. Ja, das ist auch so, am Körperkontakt ist einfach auch Bindung, ja? Also genau, Kontakt liegen, mancher Hund mag das mehr, mancher weniger, das passt dann einfach so, wie die Vorlieben sind sozusagen. Ja? Und was ist jetzt so richtig No-Go beim Hundetraining, was darf man auf keinen Fall machen, was kann man, wenn man jetzt alleine zu Hause Übungen, die du sagst, wiederholst, was kann ich falsch machen dabei? Lieber 10-mal nachfragen und... Ganz grundsätzlich immer nur das machen, was der Hundetrainer, Trainerin dich auch wirklich, die auch wirklich anleitet. Ja, also auf keinen Fall irgendwelche Schreck-, Straf- oder Schmerzreize setzen. Okay. Ja, aber das wird eine tierschutzqualifizierte Hundetrainerin eh nicht machen. Okay. Sondern einerseits einmal durch Management die Situationen so gestalten, dass möglichst wenig Stress von vornherein da ist. Und dass man sich schön langsam an schwierige Situationen herantastet. Ja, also zum Beispiel, wenn ein Hund-Hund-Problem ist, also mein Hund sich nicht mit anderen Hunden verträgt, dann renne ich nicht gleich bis auf einen Meter Abstand hin und wundere mich dann, dass mein Hund ein Problem zeigt, sondern ich beginne mal
mal in großen Abstand, einfach Ruhe zu üben und ihn vor allem für dieses ruhige Verhalten zu belohnen. Und belohnen ist in dem Fall auch meistens mit Futterbelohnungen, sprich Leckerlis, weil Aufmerksamkeit und Streicheln schon auch Belohnungen sind, aber nicht in jeder Situation. Ja, das kann man sich gut vorstellen. Wenn man gerade sehr aufgeregt ist, dann kann man wahrscheinlich so ein Streicheln nicht wirklich annehmen als Belohnung, sondern da stört das eher. Ja? Und mit einer Futterbelohnung, das ist einfach etwas, was viele Hunde... Ich mag auch gern Leckerli. Genau. Also da kann man einfach sehr viele Situationen sehr schön gestalten und wenn man dann einmal auf 10 Meter dran ist und das gut funktioniert, dann geht man mal auf 9 und so weiter und so fort und tastet sich so langsam an, ist aber in Wirklichkeit viel schneller, als wenn man einmal diese Haut-drauf-Methode macht und dann aber eigentlich langfristig ein viel größeres Problem hat. Nur in dem Moment schaut es gut aus. Und deshalb ist es auch fernsehwirksam. Okay. Du, und was bedeutet, dass man jetzt ein tierschutzkonform oder tierschutzzertifizierter Hundetrainer ist? Da unterliegt man gewissen Sachen, die man macht oder die man nicht macht? Naja, also in Österreich zumindest ist es so, dass das Gewerbehundetrainer ein freies Gewerbe ist. Das heißt, das kann jeder machen, der glaubt, er ist Hundetrainer. Das ist eben auch ein bisschen ein Problem. Deshalb hat es eben auch die Installierung dieses Gütesiegels tierschutzqualifizierter Hundetrainer gegeben, was eben keine Ausbildung ist, sondern nur eine Prüfung des Wissensstandes und des Könnens sozusagen. Und da wird eben abgeprüft, ob man dem Tierschutzgesetz entsprechend Menschen und Hunde, also Mensch-Hund-Teams anleiten kann, sodass sie eben ein Verhalten, eine Verhaltensänderung zeigen. Und jemand, der das nicht kann, der wird normalerweise auch bei dieser Prüfung durchfliegen. Ja? Genau. Und ansonsten, so ganz allgemein, müssen sich einfach alle wohlfühlen. Ja? Also selbst wenn die Methoden passen, aber du dich vielleicht menschlich mit dem derjenigen nicht so wohlfühlst, dann gibt es keinen Grund, weshalb du dich da krampfhaft dran halten müsstest, weil es gibt inzwischen genügend Auswahl, sage ich jetzt einmal, wo auch das Bauchgefühl dann einfach passt. Brauche ich Hundeschule und Hundetrainer oder reicht Hundeschule oder reicht Hundetrainer? Also für Alltagsprobleme oder für eben vorausschauendes Training ist sicherlich der Hundetrainer, Hundetrainerin, die individuell auf eure Situation eingeht, sicherlich das Beste. Wenn ich jetzt einen Hundesport machen möchte oder irgendwelche besonderen anderen Tricks, vielleicht so einen Trickkurs machen möchte, dann wird das sicherlich auch in einer Hundeschule gut möglich sein. Ja gut, der Emma, ihr größter Trick ist, dass sie hier schlaft und gut dabei ausschaut. Ist das auch schon zufrieden mit meiner Leistung? Ja, insofern, weil das dann ein sehr ausgeglichener Hund ist. Gut, das freut mich. Liebe Ursi, vielen, vielen Dank. Ich habe wieder viel gelernt und ich hoffe, die Emma hat im Schlaf auch ein bisschen mitgelernt. Ich habe natürlich ein paar private Fragen dann an dich, wo ich hoffe, dass du mir helfen, also wo ich weiß, dass du mir helfen kannst. Und wenn ihr auch gerade auf der Suche seid nach einem tierschutzqualifizierten Hundetrainer, es gibt auf der Vierpfoten-Homepage einen Link dazu und da findet ihr dann alle. Ich kann euch von Herzen die Ursi ans Herz legen, also nicht nur, weil sie mit Hunden super ist, sondern auch, weil meine Katze sie vorher quasi liebkost hat und ganz begeistert war. Und wenn ihr Fragen habt oder Fragen, die ich stellen soll, dann gerne schreiben an niki fragt nach@vier-pfoten.org und dann sage ich bis nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen.